bin's, Blippi. Und heute sind wir hier bei Feast on This in San Diego, Kalifornien. Wow! Und ich bin schon gespannt, denn heute lernen ihr und ich etwas über eine Catering Company. Yeah! Die machen total leckeres Essen für alle besonderen Anlässe, wie Geburtstage oder Hochzeiten. Yeah! Das wird wieder mal ein großer Spaß. Es geht los! Hallo! Hey! Wow! Was ist das für eine coole Küche? Und hey, wer ist das da drüben? Hallo! Ich bin's, Blippi! Hi, Blippi! Hi! Wie heißt du? Mein Name ist Michael und ich bin ein Dolmetscher für amerikanische Gebärdensprache. Wow, das ist so cool! Und das ist Matthew. Hi, Matthew! Hallo, ich bin Chefkoch Matthew Baker. Ich bin der Inhaber der Feast on This Catering Company. Und wisst ihr was? Ich bin taub und deshalb habe ich einen Dolmetscher hier bei mir und wir können uns unterhalten. Das ist so cool! Hey, ich habe eine Idee. Ich wette, Chefkoch Matthew wird gleich mit uns was Leckeres kochen. Yeah! Okay, ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Super, kommt rüber. Los, kommt! Wow! Also, Chefkoch Matthew, was kochen wir denn heute? Also, wir machen eine Fruchtpizza. Und wenn sie schließlich fertig ist, wird sie so aussehen. Wow, seht mal hier. Es ist eine Pizza, aber mit vielen unterschiedlichen Früchten belegt. Und ich bin ziemlich gespannt, denn ich liebe Pizza. Oh, das wird lecker. Okay, fangen wir an. Also, Chefkoch Matthew, zeigst du uns, was wir machen müssen für die Fruchtpizza? Okay, nun bin ich sehr geehrt, dass wir Chefkoch Blippi heute bei uns haben. Zuallererst beginnen wir damit, dass wir das hier aufmachen. Du nimmst es und reißt dann den oberen Teil auf. Okay. Danach kommt der Teig. Okay, zuerst machen wir das hier ab. Und dann aufreißen. Stimmt's? Und dann... Oh, das war was. Habt ihr gehört? Ich zeig's euch. Der klebt richtig. Ich hol ihn raus. Wow, seht her. Wow. Okay, und jetzt... Noch ausrollen. Und dann wird er richtig flach. Erst hinlegen. Oh. Hat geklappt. Und jetzt kommt das Ausrollen. Das ist so klebrig. Ich bin gespannt, wann er fertig ist. Er sieht unglaublich lecker aus. Und jetzt kommt Schritt Nummer 2. Und nun ist der Teig gleich fertig, denn jetzt kommt er in den Ofen bei 180 Grad. Das bedeutet, es ist Zeit zum Tanzen. Das Beste, was du tun kannst, während du auf deinen Pizzateig im Ofen wartest, ist ganz viel Spaß beim Tanzen haben. Woo! Wow, ich bin ziemlich erschlagen nach all dem Getanze. Vielleicht wäre es gut, wir machen weiter mit den anderen Zutaten. Und den Pizzateig holen wir später aus dem Ofen. Okay, gehen wir rüber. Okay, also wie geht's jetzt weiter? Okay, als nächstes wird die Frischkäsecreme zubereitet. Wow, das klingt lecker. Okay, also Frischkäse? Ah, super. Und wie viel denn? Also wir nehmen jetzt 8 Esslöffel Frischkäse aus der Schale dort. Und jetzt fehlt uns noch der Puderzucker. Okay. Gibst du mir bitte noch den kleinen Messlöffel? Ein halber Cup? Ja, hier steht's. Ein halber Cup. Okay. Und jetzt reinfüllen, ja? Wow, seht mal, der Zucker sieht wie Schnee aus. Wow, das ist so cool. Und der Zucker ist weich, könnt ihr es fühlen? Der macht die Creme dann so richtig lecker. Okay, also hier ist der Zucker und wir schütten ihn in die Schüssel. Halt, warte, du machst eine Sauerei. Du musst zuerst eine Schürze anziehen. Oh, hab ich vergessen. Ich dussel. Hab's gleich. Eine Zuckersauerei brauchen wir nicht. Nein. Ihr müsst euch immer eine Schürze umbinden. Dann sind eure Kleider auch nicht voller Puderzucker oder anderem Zeug. Okay, jetzt habe ich's gemacht. Kann ich helfen? Fertig, danke. Das kann jetzt da rein. Okay, ich leg los. Wow, seht, wie es schneit. Wow, wow,
Okay, also was kommt als nächstes? Und jetzt kommen 2 Teelöffel Ananassaft. Der steht dort vorne. Okay, ich mache das. 2 Teelöffel vom Ananassaft. Okay, und 1 Teelöffel? Und 2 Teelöffel. Wow, das sieht schon richtig lecker aus. Okay. Und jetzt kannst du es vermischen. Okay. Ich werde dann mal zur Rührmaschine. Es geht los. 15 Minuten später. Yeah. Lasst uns mal im Ofen nachsehen. Und Chefkoch Matthew gab mir dafür 2 richtig schöne orange Handschuhe. Das ist meine Lieblingsfarbe. Wow. Okay, holen wir den Boden raus. Okay. Der gebackene Teig ist fertig. Wow, und er ist ganz fluffig und goldbraun. Ich kann es kaum erwarten, den leckeren Teig zu essen. Machen wir aber erst noch den Belag obendrauf. Dann wird er noch sehr viel besser schmecken. Und los. Aber erst muss er noch etwas abkühlen, gut? Also, was können wir tun, während wir warten? Okay, also. Wow. Okay. Nun benennen wir mal alle Früchte, die wir hier auf dem Tisch haben. Schön. Also, hier ist eine Banane. Schneiden wir sie auf. Nicht vergessen, benutzt ein Messer nur unter Aufsicht eines Profikochs, wie Chefkoch Matthew, oder eines Erwachsenen, der euch hilft, damit ihr euch nicht verletzt. Gut? Okay. Sehen wir mal. Oh, ziemlich gute Technik. Jetzt bin ich dran. Es geht los. Okay, also nun ist die Banane geschnitten. Was machen wir jetzt? Okay, als nächstes haben wir Blaubeeren. Blaubeeren. Wow, habt ihr das gesehen? Chefkoch Matthew hat uns eben etwas gezeigt. Blaubeeren in Gebärdensprache. Genauer, amerikanische Gebärdensprache. Und das sind Kiwi. Wow, kennt ihr die? Sie sind so yummy. Und es gibt kein Zeichen für Kiwi. Man buchstabiert es. Okay. K. Okay. K. K. I. Dann das W. Dann das W. I. I. Wow, das war ziemlich cool. Toll, vielleicht versuchen wir es noch einmal. Ein bisschen langsamer. Hey, warum macht ihr dieses Mal nicht einfach mit, wenn ihr wollt? Seid ihr soweit? Also, K, I, dann das W, I, Kiwi. Ohne eigenes Zeichen, also wird buchstabiert. Wow, was haben wir denn noch hier drüben? Und das sind Erdbeeren. Wow. Habt ihr jemals eine Kiwi gegessen? Sie schmecken süß. Chefkoch Matthew, hast du eine Lieblingsfrucht? Ich mochte schon immer Erdbeeren übers ganze Jahr. Aber speziell im Sommer, da liebe ich Blaubeeren. Ich mag im Sommer auch am liebsten Blaubeeren. Wow, mein Pizzagesicht hat einen lachenden Mund. Seht mal hier. Wow. Da fehlt die Nase. Oh nein, was nehmen wir denn jetzt für die Nase? Wartet mal, ich hab's. Wir nehmen eine Erdbeere. Genau. Ja, das hier wird mal eine richtig coole Nase. Und ich wette, dieses Pizzagesicht ist immer happy. Ja, weil es immer nur Erdbeeren riecht die ganze Zeit. Okay, also weiter. Ich nehme dafür noch ein paar mehr Erdbeeren. Dann schmeckt es super gut. Und ich mache mit den Erdbeeren 2 Ohren. Ja, hier kommen noch 2 Ohren an die Seite. Wie wäre es mit einer Zunge? Wow, eine Zunge. Wow, das ist eine richtig gute Idee. Okay, endlich haben wir sie fertig belegt, unsere Pizza. Nun, es hat echt Spaß gemacht, Gebärdensprache zu lernen und eine Pizza aus Früchten mit fröhlichem Lachgesicht zu machen. Warte mal, Blippi, da fehlt noch etwas. Eine extrem wichtige Sache für die perfekte Pizza. Ich meine die Ananasglasur. Die Glasur, oh! Oh, das übernimmst besser du, Chefkoch Matthew. Ich schätze, man gießt die Glasur obendrauf. Wow, unglaublich, wow. Durch die Glasur wird die Pizza noch leckerer. Und richtig süß. Wow! Wow, das sieht toll aus. Danke, Chefkoch Matthew, das war großartig.
Wow, wir haben so tolle Sachen gelernt und auch noch alle Schritte befolgt für eine richtig leckere Pizza mit vielen Früchten. Und es war nett, euch zwei kennenzulernen. Und es war schön, mit euch wieder Spaß gehabt zu haben. Hey, wartet, ich habe eine Idee. Warum buchstabieren wir nicht meinen Namen zusammen? Buchstabiert ihr denn meinen Namen mit mir? Okay, es geht los. B-L-I P-P-I. Gut gemacht. Also dann, bis demnächst. Bye-bye.